Grüß euch, liebe Harmonika-Freunde. Heute stelle ich euch ein neues Modell, ein ganz neues Modell aus der Modellreihe Sonorum aus der heimischen Werkstatt Novak vor. Da haben wir so eine Sonorum, diesmal in heimischer Apfel. Schöne Hell-Dunkel-Schattierungen, das Holz wirkt einfach für sich und schaut wunderbar aus. Ist so ähnlich wie die Satanus, die ja sich größter Beliebtheit erfreut. Sie ist natürlich voll ausgestattet mit dem Vollausstattungspaket von Novak. Das heißt, der X-Bass ist mit dabei, der H-Bass ist natürlich entkoppelt. Es sind zwei Mollakkorde auf Zug dabei, es sind die beiden Halbtöne dabei und natürlich sind die Gleichtöne und der C-Bass markiert, damit man sie besser und leicht auffindet. Das Gehäuse hat die volle Größe von 39 cm und es beschert uns auch einen schönen großen Balg mit viel Luftvolumen. Der Balg hat schöne schwarze Kanten und innen ein relativ neutrales, beiges, goldgemustertes Balgpapier. Die Beschläge sind aus Metall, in Altsilber. Auch das Verdeck ist in Altsilber gehalten. Insgesamt ein sehr robuster, schöner Eindruck. Die Tasten sind links und rechts weiß, gleichmäßig. Die Stimmzunge, die in diesem Instrument verbaut ist, ist die italienische Antonelli Super Dural Stimmzunge. Ich persönlich bin ein großer Fan dieser tollen Stimmzunge, weil sie ganz angenehm warm klingt, wenig Luft verbraucht, durchaus mit einer Tipo Amano Stimmzunge vergleichbar und einfach ganz tolle Ansprechverhalten und Klangeigenschaften hat. Das Tremolo, so wie sie eben vom Stimmer dann gestimmt wurde, die Schwebung, ist mäßig stark, so wie man es vom Novak gewohnt ist. Und diese Schwebung eignet sich ganz besonders für alle Stilrichtungen, also von der Unterhaltungsmusik bis hin zur echten Volksmusik. Auch Kirchenmusik, einfach eine schöne, warme, vollmundige Schwebung. Ja, der Bass ist so, wie man es vom Novak gewohnt ist, kräftig, klar und deutlich. Wir werden jetzt gleich ein paar Klangbeispiele hören in beiden Stimmungen. Dann könnt ihr selber beurteilen, was das für eine tolle Harmonika ist. So, ich hoffe, euch haben meine kleinen Klangbeispiele gefallen und ihr habt den Klang beurteilen können und ein bisschen gehört,
wie es euch gefällt. Die beiden Stimmungen machen natürlich was aus. BSSS ein bisschen höher, GCFB etwas tiefer. Zum Spielen kann ich nur sagen, sie hat einen wunderbar ausgeglichenen Tastendruck, nicht zu leicht und auch nicht zu fest, sodass man eben deutlich und präzise spielen kann drauf. Die Ansprache ist wunderbar, ihr habt es vielleicht gehört, auch die leisen Töne kommen sofort und klar und deutlich, auch beim Bass, was natürlich ganz wichtig ist. Der Luftverbrauch ist also völlig in Ordnung. Die Super Dural-Stimmzunge ist sehr sparsam im Luftverbrauch und das brauchen wir auch als Harmonikaspieler, das wird sehr geschätzt. Insgesamt, für wen ist die Harmonika geeignet? Eigentlich für jeden. Also vom Profispieler bis zum Einsteiger ist die Harmonika bestens geeignet und erfüllt durchaus ihren Zweck. Ich würde also sagen, jeder, der eine preislich günstige Harmonika in Top-Qualität und mit der vollen Ausstattung sucht, ist mit der Modellreihe Sonorum auf jeden Fall allerbestens beraten. So, mit ein paar Takte Musik wollen wir dieses Video nun beenden.